Christoph, 25 Jahre Autohaus Bellendorf. Herzlichen Glückwunsch. Noe, schönen Dank. Schön, dass du hier bist und uns dazu gratulierst. Freut mich immer wieder, alte Freunde zu sehen. Wir kennen uns ja auch schon so lange, fast so lange. Eigentlich glaube ich schon ein bisschen länger, wenn wir ehrlich sind. Ja. Jetzt die Frage, wie bist du eigentlich angefangen? Ich meine, ich weiß es, aber die Zuschauer nicht. Ja, also für die Zuschauer mal die Aufklärung sehr gerne. Also wir sind vor 25 Jahren angefangen, am 20. Mai 1995 haben wir eröffnet. Sind dann angefangen mit 4 Leuten, die uns alle eigentlich treu geblieben sind, heute noch hier sind und in unserer Firma immer noch weiterarbeiten. Haben dann nach und nach aufgestockt, haben nach ungefähr 10 Jahren nochmal ein Stückchen weiter Grundstück dazu gekauft, haben den Gebrauchtwagenplatz ausgeweitet, sind heute mittlerweile mit ganz vielen Leuten, nämlich mit 53, kaum zu glauben. Ich weiß immer gar nicht, wo sie alle sind. Ich sehe sie immer noch auf der Lohnliste und bei der Weihnachtsfeier. Ansonsten sind die meist gar nicht da. Aber das ist ja auch, glaube ich, normal. Nein, ich will mich gar nicht beklagen. Also wir haben eigentlich ein sehr, sehr gutes Team. Da sind wir also auch sehr zufrieden mit. Wir heißt Tobias und ich. Tobias ist jetzt unterwegs, gerade noch in Kundschaft. Er muss arbeiten, einer muss ja Geld verdienen. Können nicht alle so wie der Alte hier stehen und nichts tun. Von der Warte her, glaube ich, klappt es ganz gut. Dann haben wir dieses Jahr noch, ich denke, wie viele von euch mitgekriegt haben, ein relativ großes Projekt hier durchzuführen. Norbert, du hast auch schon einen Teil gesehen. Ja, wir werden, sehr interessant. Ja, passiert einiges. Ja, wir werden den Gebrauchtwagenplatz nach drüben verlegen, dass wir da einfach hier mehr Platz haben. Wir werden hier umbauen und anbauen, die Ausstellung vergrößern. Wir bleiben aber hier am Platz und hier vor Ort mit Verkauf, mit Werkstatt und mit unserem Team. Dann möchte ich mich zum Schluss noch einmal bedanken bei allen Kunden, denn ohne die wären wir nicht das, was wir heute sind. Also ich kann nur sagen, Dankeschön, dass ihr uns die Treue gehalten habt, dass ihr viele, viele Autos gekauft habt, dass ihr immer wieder in der Werkstatt waren. Ich hoffe, ihr seid alle zufrieden und wenn ihr nicht zufrieden seid, dann sagt es mir, sagt es Tobias, sagt es uns, sagt es unserem Team. Kann ich mich nur bedanken und wünsche für die Zukunft alles Gute und noch eins hinterher, Corona geht auch vorbei, wir haben bald wieder ein normales Leben. Also da bleibt mir dann nur noch zu sagen, Autohaus Bellendorf, das absolute und mit Abstand das Beste, was euch und eurem Seat passieren kann. Norbert, schönen Dank und schönen Dank an alle und nochmal schöne Grüße und der Spruch heute, bleibt gesund.